Und damit willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, weiter geht's hier in der wolkenlosen Wüste. Ja, yeah. Klippe im Schatten. Ja, Schatten, ne? Mag ich. Ist cool, ja. Ja. Können wir jetzt hier mit Schatten anmerken? Oha! Das ist ja Töfte. Ich will da mal hoch. Hallo, kann ich da? Nö, okay. So, ich will aber erstmal alle Münzen einsammeln, bevor wir uns jetzt hier hoch begeben. So. Und jetzt meine mangelnde Fähigkeit, mir Wege zu merken. Oh, da hätte ich oben bleiben können. Das hätte was werden können, ja. Ach ja, professionell. Haha, aber letztendlich habe ich es doch geschafft. Yeah. Und ich kann jetzt schon mal direkt zum Beginn sagen, kann sein, dass der Part heute etwas später kommt, denn ich bin relativ spät zum Aufnahmen nehmen gekommen. Hab sogar noch was vor heute, ja. Familienkonferenz bezüglich einer Familien... Also jemand heiratet in meiner Familie, meine Cousine heiratet morgen. Und ja. Oh, Wüstenparty. Yay, Arena. Wüstenarena. Cool. Wie Star Wars. Ja. Ich besiege alle Gegner, okay. Ich setze einfach mal darauf auf die gute alte Feuerblume. Die poppt keiner. Wie funktionieren diese Gegner jetzt? Okay. Obwohl, ich hab... Kann ich? Oha, ich kann die Mumien auspacken. Also in der Theorie, weil... Praktisch war da zu wenig Platz. Aber es geht. Aua. Ich sehe schon, gute alte Zeitbegrenzung, die wird heute mal ein bisschen. Ja, es wird kein Bonus für die Zeit. Es wird kein Zeitbonus geben, das sag ich dir. So, der ist weg. Oh Gott, stell ich mich. Blöd. Da war ein Lag, da war ein Lag. Okay, war nur ein Audio-Lag, aber ich benutze das mal als legitime Ausrede an der Stelle. Der ist dann auch down. So. Stirb halt. 71 Sekunden für den ersten Abschnitt. Und mein erstes Item verschwindet. Ah, ja. Und wir haben 4. Ah, das ist jetzt nicht gerade die beste. Oh, warte. Nö, die Melonen, die werfen mich ja runter. Stirb. Ja, gut, ne? Ja, gut. Das können wir eigentlich nochmal schon... Das können wir von vorne machen. Das war auf jeden Fall schon mal ein Fail auf ganzer Linie. Ja, komm. Nehmen wir das. Nehmen einfach mal den Elefanten. Den mag ich. Was darf es sein? Ja, ja, ich nehme den Elefanten. So, ich gehe mal davon aus, dass... Nein. Der Elefant ist einfach mal null für diese Mumienviecher geeignet. Wickel dich ab, Alter. Der ist dann auch weg.
Oh, der auch. Ja. Ich stelle mich zwar immer noch nicht gut an, aber schon mal wesentlich besser. Aua. Wickel den ab. Und mein Item verloren. Traurig. So, gib mir da den Elefanten. Jo. Oh, mein Finger juckt. So, weiter geht es hier bei die Melonenteile. Hallo. Alter, die Wolke, die ist platt, die ist platt, die wird platt gemacht. Aua, lass mich durch! Du Schuft! Na warte, du Schuft, komm her! Niemand legt sich mit Elefanten-Marion voraus. Ja. Ich hoffe, die nächsten beiden werden leicht. Ich hoffe es wirklich. Nehmen wir die Vase mal mit. Nicht mal die Vase können wir mitnehmen. Traurig. Dabei wollte ich doch ein Souvenir. Aua. Oh Gott. Oh, bin ich schlecht. Bin ich schlecht, Alter. Nee. Ja. Oh, Fails. Gut, dann gib mal her. Die Blume hier. Ich hoffe, die kann was ausrichten gegen die Mumien, Viecher. Oh, mein Finger juckt wieder. Nö, natürlich nicht. Natürlich nicht in diese wunderbaren Blasen nicht gegen die Mumienmenschen aus. So, stirb. Hallo. Der ist blöd. So, auswickeln. Gut. Junge, ich hasse diese Arena. Ich hasse allgemein die Arena-Abschnitte. Die sind nicht gerade ein Pluspunkt vom Spiel. Aber auch nur, weil ich so schlecht bin. Yay. Und ausgewickelt. Haha. Stirb! Yay. Und jetzt hin zu die Piranha-Pflanzen. Yay. Das sollte ich hinkriegen, irgendwie. Und mein Finger juckt scheiße doll. Es ist nicht Töfte. Aha, die Blasen sind MVP. Aha, die Blasen sind voll krass. Yeah. Und aufs Grund meines mangelnden Kurzzeitgedächtnis weiß ich nicht mehr, was das dritte war. Ah ja, diese Schlangentrug, was weiß ich, Viecher. Oh mein Gott, sind die krass. Die Blasen. Die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! So. Und stirb! Haha! Blasen Mario MVP! Yay! Yeah. Und der Erpel, noob, noob.
Oh nö, die mag ich nicht. Ja, gut, ne? Aua! Gib mir mein Item! Das kann ich, glaube ich, gebrauchen. Nerd. Ha! Pro! Kamikaze hat er begangen! Oh Gott, ich frage mich, ob wir noch einen Bonus kriegen. Ey, eins. Glückwunsch. 7 Sekunden schneller, wenn noch das zweite bekommt. Ja. Fail in der Wüstenarena. Fail in der Wüstenarena, die war scheiße. Yay. Aber geschafft. Das ist cool, das ist wichtig. Gut. Dann gehen wir mal nach hier unten. In der Hoffnung, dass ich hier irgendwie weiterkomme. Ja. Gut, dann gehen wir mal nach... Oh je, die Brücke. Ich würde die Brücke ja reparieren, aber ich fühle mich ganz verwelkt. Mir fehlt einfach die Kraft. Wie? Ihr möchtet in welchen von euren Blütenmünzen abgeben? Hier bitte, Yamach. Toll, jetzt kann ich die Brücke reparieren. Warte mal, hast du nicht gesagt, du kannst nicht tun, weil du ausgetrocknet bist? So, jetzt erledige ich das. Und zwar sofort. Der wollte einfach nur Geld. Schwanz. So, repariert. Die Brücke geht nicht nochmal einmal kaputt. Da kann nicht mehr, kann man sie ohne Sorgen überqueren, ja. Wie schrecklich. Habt ihr gesehen, was mit unserem Palast passiert ist? Ja. Seit dieser Fiesling sich da breit gemacht hat, traue ich mich nicht mehr in die Nähe. Der Palast war so viel schön, von so viel schönem Wasser umgeben. Ich habe dort gar den ganzen Tag verbracht und mit Freunden geplaudert. Ach, das war so rosige Zeiten. Ach, ich bleibe jedenfalls hier, bis dieser Fiesling endlich weg ist. Ja, meine Vorlesekünste heute wieder 1A, aber das liegt daran, ich habe 39 Grad Fieber. Ja, ich sollte wirklich mal auf Vorrat aufnehmen. Okay, was bringt mir das jetzt hier so? Hallo? Ist da eine Röhre? Ah, Fungimin. Ich gehe zurück in die Röhre, da war Captain Toad und den will ich nicht. Also, wir gehen vielleicht nachher noch hin, aber ich würde gerne nochmal ein richtiges Level machen heute. Tja, ich habe 39 Grad Fieber und ich war heute in der Schule, weil wir haben heute eine Arbeit geschrieben und ich wollte nicht nachschreiben. Ja, dann habe ich auch noch eine Arbeit wiederbekommen. Ich habe eine 2. Ich habe eine 2 in Deutsch. Und das bei diesen Vorlesekünsten. Oh Gott, hoffentlich entdeckt meine Deutschlehrerin nie diese Videos, weil sonst direkt auf 4 gestuft. Aha. Ja. Elefant. Hey, you. Komm, Mario, schieb, schieb. Gegen an. Los, Kräfte messen, das Ganze. Ach, was war das denn für ein Schwächling? Elefant, Mario. Muskelpaket, yeah. Dadurch. Hey, die Musik klingt cool. So, du kommst mal rein. Ah, eine goldene Röhre. Ja, das ist... Oh mein Gott, wir sind im Vordergrund. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Haha. Also, Nintendo muss man eins lassen. Man hat denn ja mal gedacht, 2D-Mario sind ja alle die gleichen seit Mario Bros. DS. Aber mit Wonder... da haben die sich auf jeden Fall nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt. Aha, ich hab die getötet und einen zweiten Elefanten bekommen. Ich hab einen Elefanten bekommen. Ich hab einen Elefanten bekommen. Ich hab einen Elefanten bekommen. So. War klar, dass da eine Tür erscheint, aber ich hab da noch gesehen. Hier geht's auch noch lang.
Und da wollte ich gar nicht rein. Da habe ich die Tür komplett übersehen. Da hat's geleckt, da wollte ich also auch nicht lang da oben. Okay. So, Vorsicht, der ist böse. Böse, habe ich gesagt. So, das ist eine sehr feige Feigling-Taktik, aber sie erfüllt ihre Zwecke. Yeah. Und an der Stelle kann ich übrigens noch mal eine kleine Ankündigung machen. Zelda wird die nächsten Tage leider ausfallen müssen. Da, er schiebt das mal dahin. Da ich ja, wie im letzten Part erwähnt habe, vergessen habe zu speichern und stattdessen meinen Speicherstand geladen habe. Ja, und es gab dann ja so ein paar kleine Probleme, also dass ich noch mal Sachen nachholen muss. Oh, Entschuldigung. Also, ja, die werde ich dann erstmal nachholen und dann geht's weiter. Ja, also ein paar Tage jetzt Pause. Weil die Motivation fehlt, das irgendwie wieder nachzumachen. Aber keine Sorge, es geht weiter. Also sagen wir mal so ein, zwei Tage nicht. So, stirb. Bam. Oh, warte, da sieht's aus, als könnte ich deine Stammverteidigung machen. Da ist was. Oder einfach das Teil hier hinschieben. Je nachdem. Ha, goldene Röhre. Komm ich wieder in den Vordergrund? Yeah. Vordergrund. Ah, ich habe was gefunden. Cool. Gut, dann gehen wir mal weiter. Einfach mal am Ziel vorbei, ne? Die Münzen will ich auch. Oh mein Gott, ich wäre fast in den Abgrund gefallen. Das ist jetzt nicht so. Oh, guck mal, der Hintergrund ist schön. Haha, wunderbar. Ich habe einen Secret Exit gefunden. Ich bin groß. Groß. Profi. Meister. Stabil. Ich habe den Wundersamen gar nicht gefunden in dem Level. Okay. Ja, okay, dann werde ich das. Ich will das Level sowieso nochmal machen, weil erstens war das cool. Zweitens, ich hätte gerne den normalen Ausgang. Und drittens, wahrscheinlich finden wir dann auch den Wundersamen. Also zumindest, wenn ich nicht komplett blind bin. Also auf gut Deutsch, wir finden ihn nicht. Ja. Bei der Arbeit, die wir heute geschrieben haben, auf der ersten Seite erstmal so: Ja, ein Suchrätsel mit Bildern. Yay. Und nicht so: sehen können. Yay. Ne, da ging es um betriebliche Hygiene. Produkthygiene und persönliche Hygiene. Also sowas halt. Aua! Na warte du! Du Lurch! Gut, gut, gut. Oh, alla. Und komm her, Elefant. Elefant! Oh, da musste ich mich auch noch mal kurz am Rücken kratzen. Komm her, du wirst zerquetscht. Na warte. Ja, geschafft. So, dann sind wir wieder hier. So, dahin mit dir. Und bam. Los, schieb Mario. Und rein da. Durch die Tür. Geschafft. Ich bin krass. Ja. Yeah. So, Halbtiet. So. So, ich gehe mal davon aus. Beim letzten Mal haben wir ja die Tür hier genommen, dass wir mal die hier nehmen sollten. Nein, habe ich nicht. Das wäre das Spiel. Aha, und hier ist das erwartete Ergebnis. Oh.
nichts dagegen anschieben. Alles klar, sagt er doch. Ja. Ja, gut. Nee, das habe ich irgendwie nicht gecheckt. Egal. Gut, dann nochmal. Da habt auch mal wieder einen etwas längeren Part an der Stelle. So, erstmal hier schön Elefant werden. Erstmal zu Benjamin. Aua. Ich hasse euch. So, komm her. Danke. Und in der Mitte. Gut, jetzt aber. Jetzt werde ich es schaffen wie so ein Profi. Denn mir läuft langsam die Zeit davon, weil in 10 Minuten muss ich bei der Hochzeitsbesprechung erscheinen. Das ist Gott sei Dank nebenan. Aber ja, ich würde schon gerne vor den Rendervorgang zumindest starten. So, komm her. Meister. Ich gehe schon mal in Schiebeposition. Und schieb! Ja, der ist krass unterwegs. Hallo? Hallo? Oh ja! Ja gut, irgendwie verstehe ich den nicht. Mal gucken. Ich würde sagen, wir werden jetzt das Level regulär. Und ich werde dann irgendwann mal gucken, wie man den erreicht, weil den hätte ich irgendwie schon gerne. Und wie man ja den Elefanten. So. Oh Gott. Jetzt so noch ins Ziel kommen. Das wär's doch, oder? So. Jetzt aber Schluss mit lustig. So, du komm auch mal ran auf den Meter. Werd sterben, Alter, hier. Ich mit dir. Weg mit dir. Weg. Du Halunke. Und bam, rein der und geschafft. Ja. Also das Fails im Part-Titel, der kommt hier nicht von ungefähr. Aber wir haben es am Ende doch einigermaßen irgendwie geschafft, irgendwas hier hinzukriegen. Also gebt einen Daumen hoch. Also falls noch jemand jetzt an der Stelle zukommt. Ich hoffe, dass Prinz Florian gleich seine Klappe hält. Denn ich würde gleich gerne eine Abmoderation machen. Wisst ihr was? Mach die Moderation nicht vorschnell. Ich warte jetzt einfach in der Hoffnung, dass er seine Klappe hält. Ja, das tut er. Und an der Stelle würde ich dann sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Part. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, haut rein und ciao!